So, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Leute, zu meinem 100-Abonnenten-Special. Ja, ich habe mir lange überlegt, was ich denn als, ja, was ich als Video mache. Und dann kam mir letztens die glänzende Idee, dass ich hier eigentlich zeigen könnte, wie es seit meinen Anfängen, wie ich mich weiterentwickelt habe, was sich geändert hat und wie das Ganze so lief in den letzten 6 Monaten ungefähr. Ja, dürften jetzt 6 Monate sein. Ja, dann wünsche ich euch einfach viel Spaß. Ich werde euch kleine Videoausschnitte zeigen und ein bisschen was dazu sagen. Und ja, dann werden wir uns jetzt gleich bei einem kleinen Videoausschnitt von Amnesia, meinem ersten Let's Play, sehen. Und ihr könnt mal sehen, wie ich das zuallererst gemacht habe. Schlecht. Moment, da ist eine Sundebüchse, müsste das sein. Wo ist die Hand? Da. Die Stimmung. Also es gewittert, es gibt Geräusche, Wind, Staub wird aufgewirbelt. Also es ist richtig schön gruselig. Da haben sich die Macher echt viel Mühe gegeben. Ja. Wieder Steine. Ja, die hat mich ertappt. Ich sammle die überall. So. Irre ich mich oder weitet sich da der Raum etwas aus? Okay, das war jetzt richtig schön gruselig. Ja, das erste Amnesia. Ich musste Amnesia jetzt leider pausieren erstmal, weil das einfach... Mir waren das jetzt zu viele Probleme momentan. Ja, aber... Ich kann euch sagen, dass ich immer ziemlich... angsterfüllt war, wenn ich Amnesia gespielt habe. Aber es war ja auch nicht alles immer... Es lief ja auch nicht immer alles glatt. Das werde ich euch jetzt zeigen. Und zwar bei der Begegnung mit dem ersten Monster ist uns ja auch gleich... ja, was passiert, was... eigentlich so nicht passieren sollte. Aber es sieht selbst und viel Spaß. Wie ist es? Verwende das Laudanum, um deinen körperlichen Zustand zu verbessern. Um es dir zu nehmen, klick im Bestand doppelt auf das entsprechende Symbol B. Habt ihr das auch gerade gehört? Oh Gott, das ist ein Monster. Oh Gott. Wir bleiben jetzt hier schön in meiner Ecke, bis die Musik vorbei ist. Gott, der Daniel, ey, der ist ja... Eine medizinisch ausgestattete Armschiene, um den körperlichen Zustand zu verbessern und Wunden zu heilen. Oh Gott. Die Musik macht mich fertig. Wir warten noch ein bisschen, würde ich sagen. Auch wenn der Daniel hier gerade total Angst bekommt. Im Dunkeln natürlich. Moment, wie ist sein geistiger Zustand? Der Kopf dröhnt und die Hände zittern. Einige Schnittwunden und blaue Flecken. Gott. Wann geht es weg? Seht ihr irgendwas? Was ist das da hinten? Oh Gott, da steht doch irgendwas. Oder irre ich mich da? Doch, da steht was. Oh Gott. Ach, ich weiß auch noch, wie ich, ja, das erste Mal wirklich in den Schrank gesprungen bin. Ach. Ich bin beinahe an Herztod gestorben, weil ich so sehr Angst hatte. Ich zeige euch den Ausschnitt. Also, das ist echt heftig. Was man das hier hört, ein Schlüssel? Wo kommen die Geräusche her? Ich
finde das nicht so cool. Okay. Das war mir doch ein bisschen zu viel jetzt gerade. Ja, und dann gab es ja auch noch die Begegnung mit dem Wassermonster, das ja auch ziemlich lustig ablief. Ich zeige euch zwei Ausschnitte. Was ist denn gerade da drüben? Sind wir drauf? Ja. Okay, Entschuldigung, dass ich jetzt gerade wenig rede, aber ich konzentriere mich hier gerade total. Oh nein. Oh. Bleib da oben. Oh Gott. Ah, warum hat es das Fleisch schon gegessen? Du bist ein Arsch. Verscheuch doch nicht meine Kisten. Mann. Geh lieber fressen. Ich hör's. Ja, wir rennen jetzt im Kreis. Und ich bin scheiße. Es ist gerade mal da. Na toll. Ich habe jetzt meine Zeit verschwendet. Super. Oh Gott. Also, wenn ihr mich jetzt sehen würdet, ich zitter. Mach die Tür auf, los. Ich zitter bis zum geht nicht mehr. Oh Gott. Oh Gott. Oh komm, das schaffst du, Seelenqual, das schaffst du. Komm, Seelenqual, das schaffst du. Ja, wie dem auch sei, Amnesia ist ein sehr nervenauftreibendes Spiel. Aber ich habe ja nicht nur solche Spiele. Es gibt ja auch das krasse Gegenteil. Hamtaro, da zeige ich euch jetzt auch gleich ein paar kleine Ausschnitte aus meinen Fails und aus den Highlights des Spiels einfach. Seht selbst und ja, viel Spaß. Die Stelle ist gut zum Absetzen. Jo! Ja! Ham ham! Hurra! Yay, wir haben's geschafft! Schnell, Boss! Hey, was ist mit euch? Was? Los, komm zu dir. Dieser Ham-Ham kommt auch nicht zu sich. Was machen wir bloß? Was ist denn hier passiert? Cappy, Boss und der andere Ham-Ham kommen nicht zu sich. Ich hoffe, ihnen geht es gut. Ich mache mir ernsthafte Sorgen. Es ist wohl das Beste, wir bringen sie ins Clubhaus. Gute Idee, bringen wir sie zurück ins Clubhaus. Oh, wir können sie also ziehen. Festlegen und zweites auf Richtung festlegen und werfen. Tipps, okay. Wirf die Kaffeebohnen in die verschiedenen Gegenstände, um Punkte zu erhalten. Lege die Höhe und Richtung fest und wirf. Du benötigst 100 Punkte, um zu gewinnen. Schaffst du es, das U-Boot zu treffen? Okay, Mitch, das werden wir schon irgendwie schaffen. Schade. Okay. Ja! Schade. Nochmal, komm, das schaffen wir. Das ist schon ein bisschen knifflig. Nochmal. Ich war zu weit oben.
Oh, nur 40 Sekunden. Das ist ein bisschen wenig. Ah! Ich hab doch A gedrückt. Nochmal. Ups. Los, kommt schon. Auf geht's. Kämpfen wir. Aber jammert nicht, wenn ihr euch weh tut. Okay, und wie müssen wir jetzt kämpfen? Ich habe die Steuerung nicht. Ah, Garmin wählen. Hamhams wählen. Wie Pokémon. Gerade haben Schwarzgurt tritt Mugnus. Kritzi. Gerade haben Weißgurt tritt Boss. Gerade haben Braungurt guckt verblüfft. Kritzi. Kritzi an ihn. Ha, er fängt an zu schwanken. Der nächste. Ha, Karadeham Schwarzgurt ist auf der Hut. Attackiert Hamtaro. So, du darfst auch. Tikali kratzt den da. Ja, fängt an zu weinen. Und den hier noch. Er attackiert Boss. Oh nein. Mugnus fängt an zu weinen. Und fängt an zu weinen. Wir haben gewonnen. Ha! Wie bei Pokémon. Nur, dass wir 4 gegen 3. Ein bisschen unfair, aber gut. Oh, Bichu. Gut. Haben wir 45 Punkte bekommen. Ich habe ihn verloren. Ich trainiere weiter und komme dann wieder. Tschüss! Ja, Hamtaro ist halt eigentlich ein wirklich schönes Projekt. Auch wenn die Midi-Spiele nicht immer so funktionieren, wie sie sollen. Aber insgesamt finde ich die Story einfach total süß, auch wenn es eigentlich für Kinder gemacht ist, aber ja. Auch manchmal wirkt die Story auch ein wenig dämlich, muss ich ehrlich zugeben. Aber irgendwie der Grundgedanke ist einfach total niedlich. Ja, was habe ich denn noch? Zelda! Oh, das war ein ziemlich fail-lastiges Projekt. Ich zeige euch auch wieder ein paar Ausschnitte. Viel Spaß. Da ist auch schon unser Großvater. Guten Tag, Onkel Albrecht. Hoppla, die kleine Zelda. Bist du ganz alleine vom Schloss hierher gelaufen? Das wird dem Minister bestimmt nicht gefallen. Ach, ist doch nicht so schlimm. Wo ist denn Link? Die Stadt ist voller Trubel, weil das alljährliche Minischfest stattfindet. Ich bin gekommen, weil ich mit Link dorthin gehen will. Dürfen wir? Ach, so ist das. Link hat mir gestern bis spät in die Nacht bei der Arbeit geholfen. Link schläft doch, steht aber bestimmt bald auf. Ich muss noch etwas im Schloss abliefern. Das könnte Link dann für mich tun, wenn ihr gemeinsam in die Stadt geht. Hallo, Link! Hallo, Link! Ja, das sind wir natürlich. Okay, machen wir gleich mal weiter mit Feuer ausmachen. Und bewegen unseren Arsch über die Lava. Oha, das sieht heiß aus. Wenn wir da reinfallen, ist es vorbei. Ja, das hätte ich jetzt wohl nicht erwartet, dass es dann vorbei ist. Wir haben ein Glücksfragment bekommen, yay. Also ich habe den Part hier eigentlich gestern schon aufgenommen, aber... Mir ist beim Aufnehmen der Laptop abgestürzt. Und deswegen musste ich das... Der erste Teil war zwar fest, gesichert und so, aber ich habe trotzdem gedacht, ich mache das alles nochmal neu. Das sind die lieben Minish und die wollen alle Fragmente vereinen. Und ich hab's nicht. Wuhu! Schade.
Wartet, leg dich nie mit mir an. Nicht, wenn ich Zelda spiele. Warte, war da unten eigentlich noch was? Ah ja, da drüben. Was war denn da? Da waren wir noch nicht. So, da wir gleich die Chance haben, hier zu schauen, schauen wir doch mal gleich. Talk mit uns. Glücksfragment erhalten. Ich brauche aber Herzchen und eine Fee, wenn es geht. Bitte. Danke. Wusste ich nicht. What? Das danach, also. Wir müssen also schaffen, dass das so in den Boa-Tage einsetzt. Wie gesagt, da waren ziemlich viele Fails und ich habe halt einfach ein paar rausgesucht. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, könnt ihr einfach mal nochmal die Playlist anschauen. Soll jetzt keine Werbung sein, aber ja, man kann ja einfach mal reinschauen. Dann habe ich ja auch noch Pokémon als Projekt. Das ist jetzt nicht so mit Fails oder so, da bin ich eigentlich eher, ja... ich missbrauche da gern mal den Speed-Knopf, wie manche schon angemerkt haben. Aber das will ich auch noch irgendwie ein bisschen... Ja, da werde ich auch noch gucken, wie ich das mache. Ansonsten, ja, seht einfach selbst. Ich habe so ein paar Ausschnitte rausgesucht. Da könnt ihr auch einfach jetzt schön den Kontrast zwischen neuen Mikrofonen und altem sehen. Ich habe nämlich da zwei Stellen rausgesucht. Und ja, das ist ja auch so eine kleine Entwicklung, dass meine Audioqualität sich verbessert hat. Sag mal so. Viel Spaß! Wir können die Items aufnehmen. Haben wir was? Nein. Okay, in den Briefkasten schauen. Hier sind keine Briefe. Und was ist das? Wir können unser Zimmer dekorieren. Das wusste ich noch nicht. Das ist aber schön. Okay, also hier ist unser Radio. Gewissen, deswegen kam ein paar Tage nicht. Ja. Ich nehme jetzt einfach nochmal auf. Und ja, Anissa geht ja auch demnächst wieder weiter. Tut mir leid, dass es bisher erst stockend ist, aber ja, das wird schon wieder. Halt. Wir wechseln. Schlecker ist nämlich eine ganze Treppe. Und es ist gegen Topsy überhaupt nicht irgendwie wirksam. Oh, ist Topsy eine Liste. Warum habe ich eigentlich so hoch trainiert, wenn... Egal. Was? Das kann ja... Also, das kann man nicht annehmen hier. Blut. Hau des Taubs nieder, mach's fertig. Zinn. Und es entwickelt sich. Zu Nidorina. Wunderbar. Da freue ich mich richtig drüber. Magnet werde ich glaube auch dann auf die Box ablegen. Auf PC einfach. Ja, Nina entwickelt sich jetzt. Zu Nidoqueen. Wunderschön. Ich liebe Nidoqueen einfach. Ich finde den Kontrast einfach richtig Hammer zwischen der neuen und der alten Audioqualität. Ich hoffe, das hat man jetzt bei Pokémon vor allem gut gemerkt. Ja. Was auch ein richtig schönes Projekt ist, ist Eternal Eden. Danke, Klingsor, dass du mir das Spiel wirklich gezeigt hast. Ich genieße dieses Projekt. Das Spiel, das ich ja auf Deutsch let's playe, das aber eigentlich auf Englisch ist. Ich hoffe, ich mache auch nicht zu viele Fehler im Englischen. Sage ich auch ein paar von den schönsten Ausschnitten da. Und wenn ihr die ganzen Rätsel und so sehen wollt, schaut einfach mal rein. Auch wenn es auf Englisch ist. Ich versuche meistens den Sinn des Gesagten wiederzugeben, falls jemand kein Englisch kann. Es gelingt mir nicht immer. Aber seht selbst. Also wir sind hier in Eden, dem ja, Paradies. Hier leben alle und hier sind alle unsterblich und leben glücklich und in Frieden. Wow, wow, wow! Wait up, Noah!
Oh boy, I slept in way too much. I can't believe I almost missed the ceremony. I was up at the crack of dawn. There's no way I'm gonna miss the prince's birthday. I would certainly like to offer her my best wishes too. Surely you would. More like you'll do anything possible just to impress her. Haha, well, maybe. Hey, why don't we head out together? You can keep me from making a complete fool of myself. Of course, what are our best friends for? Awesome. Let's go. Also, die gehen jetzt down die Chance Party. Ja, die gehen jetzt zusammen zur Prinzessin. Ja, halt, die hat Geburtstag, ja, wie ich schon gesagt habe. Und der Downy, der schwärmt so ein bisschen für die Prinzessin. Also der hat so eine kleine Schwäche. Ah, wir haben jetzt so ein Flugschiff gefunden. Das erinnert mich ja jetzt wieder mal stark an Final Fantasy. Wow, this is simply marvelous. I admit that it is impressive. But how the heck are we going to make it fly? It doesn't make sense though, and only birds can fly. In the time of the early civilizations, many things that sounded impossible suddenly became possible. This they managed to accomplish without the help of our father. But people became greedy as they often do and they fought to solve every problem with technology. Soon the world grew into one of cold steel. How can you possibly know all of this, Dogen? Rishi taught me many secrets. Even now, as I speak, the longer I am aboard the ship, the more I seem to know how to operate it. Really? Rishi must have granted me the knowledge I would need to aid you while he was inside my body. Why don't you give it a try? Exactly what I was about to do. Hey, dear Sphinx! Hear this thing, it should be the control panel. I think perhaps I should try and move this handle like this. Queen, we couldn't save the robot's life. It has been destroyed. How sad. What will happen of your realm? It's only a matter of time before our species starts to die out. Once the magic inside our collective group starts to fade away, there will be no hope. No way, this cannot happen! Do not be sad, Joel. It simply means that our fate has been long decided by the creator of this world. Also, die konnten ja den Orb des Lebens nicht retten und deswegen werden die Feen jetzt aussterben. It's all my fault. If only I hadn't left our tribe, then that would have never turned into a fiend. And by be part of that other world. It's done, it's done, Joel. We must accept it, fate that results from our actions. Wait, there still might be hope. Really? We're looking for a special person that may be able to save Eden from chaos. I know you go young boy. I know about your father. Huh? You know our father? Have you met him? We fairies have always been diviners. That's how we were created, to hold secrets of the universe in our pure minds. Die wissen jetzt nicht, wie sie den retten können, aber die kennt den Vater von denen. Und deswegen, ja. Deswegen, ja, die sind alle von einem, ja, das ist egal. Nonetheless, our father has worked for us since the last time he was not your presence. You might never meet him again. No, that's impossible, because he promised we would meet again. We're powerless without him. You must trust in yourself. Your father helped you to be able to face such danger in your own. So, das waren auch die momentanen Projekte. Ich hoffe, dass ich jetzt Zelda auch endlich mal abschließe, weil es einfach schon zu lange geht. Und ich habe euch jetzt noch ein paar von den Kommentaren rausgesucht, die mich einfach auch immer schön motiviert haben, die ich toll fand, die mir geholfen haben. Ja, ich zeige es euch jetzt einfach, unabhängig davon, von welchem Video das ist. Ich werde es aber, glaube ich, dazu schreiben, weiß ich noch nicht. ja, und ich wünsche euch einfach viel Spaß beim Lesen und wirklich vielen, vielen Dank für die vielen lieben Kommentare, für die Abos, für die Daumen nach oben. Macht einfach so weiter, ihr motiviert mich echt, ihr helft mir, ihr seid einfach wundervoll und ich hoffe auch, dass ich euch was davon zurückgeben kann, was ihr mir gebt. Weil es macht mir einfach total viel Spaß, zu Let's Playen und zu sehen, dass es Leute gibt, die das sehen wollen. Behaltet das bitte.
Und ja, danke an jeden Einzelnen nochmal, auch wenn ich mich schon dafür bedankt habe, dass er mich abonniert hat, aber wirklich ein liebes, großes Dankeschön soll das alles sein. Und ich hoffe, dass euch das Special jetzt auch gefallen hat, dass ihr gesehen habt, wie ich mich weiterentwickelt habe und dass ich mich auch in Zukunft noch weiterentwickeln werde. Das habe ich zumindest vor. Erstmal kommt ein neuer PC her und dann schaue ich mal. Ja, wirklich vielen lieben Dank. Und jetzt zu den Kommentaren. Also wirklich richtig tolle Kommentare, die ich da bekommen habe. Und ja, ich hoffe einfach, dass das auch in Zukunft jetzt so bleibt. Und ich wünsche euch allen wirklich ganz viel Spaß. Und auch wenn das neue Design jetzt schon da ist, ich werde mir auch Mühe geben, da einen tollen Trailer jetzt noch zu machen. Ja, der ist noch nicht gemacht. Aber das wird noch. Gibt's noch was zu sagen? Naja, wenn ich jetzt Ich werde Zelda aufnehmen gehen und wenn ich es schaffe, werdet ihr die finale Folge heute oder morgen sehen. Ich hoffe es zumindest. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß und viel Erfolg. Ja, viel Erfolg bei euren Videos, wenn ihr welche macht. So rum, tut mir leid, ich rede schon wieder Bullshit. Ja, ganz viel Spaß beim Gucken, viel Erfolg bei euren Videos, wenn ihr welche macht natürlich nur. Wenn nicht, dann viel Erfolg im Leben. ansonsten... Gibt's noch was zu sagen? Ich glaube nicht. Wirklich ein ganz großes Dankeschön nochmal für die 100 Abonnenten. Das war ja so ein bisschen irgendwie für mich so ein Traum, mal die 100 zu erreichen. Mal sehen, wie weit ich kommen werde. Muss nicht unbedingt zu viel sein, aber kann. Warum auch nicht? Wir werden ja sehen. Also wirklich nochmal ganz großes Dankeschön an euch. Und Dankeschön dafür, dass ihr meine Videos schaut und dass ihr mir einfach auch dass ihr mir so viel gebt dafür. Dankeschön. Tschüss.